Die Saga neigt sich dem Ende entgegen. Das müssen wir wohl oder übel einsehen. Und da wird auch einem Han Solo irgendwann das Grenzen vergehen. Aber bis dahin würde ich sagen, versuchen wir nochmal das Ganze ordentlich zu rocken. Willkommen zurück zu Lego Star Wars, die komplette Saga. Die ersten vier Kapitel von Episode 6 sind ja bereits abgeschlossen. Meiner Meinung nach die schlimmsten, beziehungsweise Kapitel 3 und 4 waren für mich die schlimmsten. Jetzt geht es noch mit spannender Unterhaltung weiter. Das Finale rückt näher und wir machen weiter. Mit Kapitel 5. Und das ist das Jedi-Schicksal. Let's go! Einen Moment. Und jetzt geht es in das entscheidende Duell gegen den Imperator und wie viel Leben der einfach mal hat. Aber natürlich möchte ich diese Gelegenheit nutzen, wenn wir das schon mal können, den ultimativen Darth Vader einmal steuern zu dürfen. Also was ich wirklich stark finde, sie haben es ja nicht geschafft, für die Cutscenes mal das Riesenmodell des imperialen Sternzerstörers zu nehmen, obwohl es den da ja auch schon gab. Das hätte man machen können, aber sie haben es geschafft, das Original Riesenmodell für den Todesstern 2 zu benutzen. 2005 hat Lego nämlich tatsächlich ein Riesenmodell, ultimative Sammlermodell, genau, des Todessterns 2 erstellt. Das ist das, was wir gerade eben gesehen haben. Eines der größten Lego-Modelle aller Zeiten mit 3500 Teilen oder so. Ich glaube, übertroffen wird das nur noch von der Executor und dem riesen Millennium Falcon. Also das muss man ihnen dann doch zugute rechnen. So, wir ziehen dem Imperator ordentlich Leben, aber nein. So, mittlerweile weiß ich ja, wie das geht, ne? Darüber wollen wir jetzt ja gar nicht reden. Was wollt ihr denn? Ihr wagt es, euch dem dunklen Lord in den Weg zu stellen. So. Also, was ich wirklich gut finde, es geht hier wirklich nur noch um den Endkampf gegen den Imperator. Nicht erst durch 1000 Korridore latschen und... Ja, was will ich jetzt hier oben? Was bringt denn das? Na, mal gucken. Kundschaften wir doch den Todesstern mal ein bisschen aus.
Das war ja einfach. Ich setze mich mal auf den Thron, ne? Und da haben wir den roten Superstein. Genau, Darth Vader. Macht sich gut da oben, finde ich. Ja, genau, verschränkt noch die Arme. Jawohl. Was für ein epischer Anblick. Na, gehst du mal da hoch. So, damit haben wir unser Alibi-Minikit auch. Was ist das hier? Wie hoch ist denn der Bonus? Oh, ein Power-Up. Oh, ein Power-Up. Oh, hier kann man ja doch ganz gut sehr Geld sammeln. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Na. Na. Komm, zerstören wir den Todesstern noch ein bisschen. Ich meine, der ist eh nur halb fertig. Eigentlich geben wir ihm ja nur noch den Rest. Da haben die imperialen Spitzenkräfte einfach nicht schnell genug gearbeitet. Kann man den Bonus erfüllen? Ja, ich glaube schon. Nein. So will ich das sehen. Aber da haben sie sich ja schon eine ziemliche Schummelvariante ausgesucht. Aber das ist halt das Problem. Wenn man so ein Spiel generell für zwei Spieler auslegt. Das mussten sie ja so machen. Dass man irgendwie noch einen zweiten Spieler dabei hat, um gegen den Imperator antreten zu können. Und da mussten sie halt so tun, als ob Darth Vader sich in den Weg wirft und das auch noch überlebt. Ach so, ich muss das machen. Ah ja, genau. Vater und Sohn kooperieren. Da. So. Habt ihr jetzt gesehen, warum dieser Todesstern einfach nur scheiße ist? Guckt euch das mal an. Hier ist ein Sicherheitsgeländer. Und hier nicht. Was sind denn das für Zustände? Lass das aber mal nicht die Allianz sehen. Dann wird er nämlich schneller geschlossen, als du gucken kannst. So, was ist das jetzt hier? Ja? Hallo? Oh, nee. Autsch! Das tut weh. Au! Da wird der dunkle Lord einmal kurz in der Luft zerrissen. Aber ich finde es gut, dass man den Imperator auch mal hier in den Lichtschwertkampf jetzt herausfordern kann. Mach bis der mal trifft, der Herr Vader. Oh nein, es gibt diese. Hallo. Na wunderbar, das schafft der Herr Luke nicht. Nee, Herr Skywalker ist lieber auf Abwegen unterwegs. So, Hälfte des Lebens ist weg. Ja, genau. Ja, ich kann halt die zwei Spieler dann doch nicht gleichzeitig steuern. Das geht einfach nicht. So, dritte hält mal langsam den Rückzug an. Immer noch nicht. Nein. Ah, jetzt. Hat die Farce auch mal ein Ende? Kann ich hier noch ein bisschen Geld einsammeln? Genau, wir bringen mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Naja, Licht ist so relativ, also. Wenn wir jetzt sagen wollen, das ist das neue Rotlichtmilieu des Todessterns, dann bin ich damit völlig einverstanden. Ansonsten, naja. Geht so. Oh Mensch! Ah, wenn der Herr Vader mal die Leute ein bisschen schneller totwürgen würde. So, geht doch. Jetzt bin ich ja nach langer Zeit echt mal wieder versucht, den Jedi-Bonus zu erfüllen. Genau, alles explodiert, alles geht kaputt.
Was ist denn das? Wieso schweben die Teile so komisch in der Luft? Was ist denn hier los? Was ist denn mit dieser Leiter hier los? Fliegt hier in Slow-Mo durch die Gegend? Da hat irgendwas aber gar nicht gestimmt. Ja, nur was bringt das denn? Was bringen diese Plattformen, mit denen man hier irgendwo reinspringen kann? Das verstehe ich nicht so ganz. Ist hier drüben auch noch was? Na klar. Ach, das ist bestimmt für Kopfgeldjäger-Scheiße und so. Nee, da kommen wir nämlich nicht hoch. Das wäre was für Trottel Jar Jar. Ist toll, wenn die Kamera einen so rumlenkt, dass ich überhaupt nicht sehen kann, was hinter der Tür ist. Kann man die nicht kaputt machen? Nö, kann man nicht. Schade. Aber doch ein recht schickes Design. Wir sehen dominierende Rot- und Schwarztöne. Was die internationale Fachjury wohl dazu sagen würde, weiß ich nicht. Oh. Nee, mein Sohn hilft mir noch nicht so wirklich. Nee, ich glaube, das geht wirklich nur zu zweit. Gut, lassen wir das. Nee, da muss es irgendeine Reihenfolge vergeben, aber ich komme einfach gerade nicht dahinter. Oder habe ich die zwei auch schon aufgemacht? Nee, das lassen wir jetzt. Ich meine nicht, dass wir hier eigentlich gerade in einem epischen Bosskampf gegen den Imperator wären. Ein Tausender ist da hinten, den hole ich mir jetzt. Was habe ich gerade gesagt? Ach, war nicht so wichtig. Ah, hier haben sie ein Geländer reingebaut. Mhm. Okay, dann sind sie da drüben wahrscheinlich einfach nicht fertig geworden. Trotzdem, das ist keine Erklärung, wenn der Master Chief hier persönlich anwesend ist. Ach, da ist er ja. Moment, Moment, Moment. Erstmal Geld. Ja? Bitte. Okay. Ja, komm her. Och, da ist er wieder weg. Oh, da ist irgendwas runtergefallen. Ich glaube, er zerstört seinen eigenen Todesstern. Hat keine Lust mehr auf den Scheiß. Das kann ich verstehen. Ja, der Bonus wird bei 30.000 liegen. Das ist ja mittlerweile offensichtlich. Oder? Oh, doch nicht. Okay, ich lag falsch. Boah, das ist ja gar nicht so einfach, hier in den Bonus zu kommen, merke ich gerade. Da oben komme ich nicht hin. Na, dann bauen wir jetzt halt erst wieder diesen Lift hier zusammen. Nee, der Bonus liegt nicht bei 30. Nee. Luke, jetzt komm her. Oh, ein Power-Up. Oh, ein Power-Up. Oh, er ist durch das Gitter gefallen. Wie hat er das denn geschafft? Jetzt mal ehrlich, wie hat er das geschafft? Ja, was hat das jetzt gebracht? Ich muss nicht alles verstehen, oder? Da liegt er halt bei 35, bitte sehr. Ja, und genau so ist es. Ah, mein Gott, Darth Vader, du musst ihn doch besiegen können. Der Imperator hat vorausgesehen, dass du mächtiger werden wirst als er. Jetzt werd diesem Ruf doch endlich mal gerecht. Das kann doch nicht wahr sein.
Na! Schon wieder rote Wachen, na? Na, wo bleibt denn die rote Garde? Was ist denn jetzt? Wow! Wieso greift er uns denn hier auf der Treppe an? Was soll denn das? Und Todesstoß! Und wir haben die zehnfache Punktzahl freigeschaltet. Oder was das bringt. Und wir haben Darth Vader! Ich habe so lange darauf gewartet. Und wir haben endlich mal wieder den Jawaren-Jedi-Bonus erfüllt. Das ist nicht zu fassen. Und Geld! Ich weiß nicht, wann wir den zum letzten Mal erfüllt haben. Es ist eine Ewigkeit her. Ha! Und eins! Und zurück. Ha! Und endlich ein absolut episches Duo, was hier durch die Türen marschiert kommt. Darth Vader und Sohn. Die Skywalkers rocken die Cantina. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Ups, nein, so wollte ich das nicht. Keine Massenschlägerei, bitte. Ja, damit ist auch schon Kapitel 5 vorbei. Und ihr alle wisst, was das heißt. Beim nächsten Mal folgt das letzte Kapitel und damit wird dann auch in der nächsten Folge dieses Let's Play dann zu Ende sein. Ich hoffe, wir sehen uns in der letzten Folge beim großen Finale wieder. Bis zum nächsten Mal.